Hallo, herzlich willkommen bei uns im Makerspace, unserem Raum für kreative Leute. Ihr fragt euch bestimmt, was es hier gibt. Bei uns könnt ihr Textilgestaltung machen. Wir haben Stickmaschinen, wir haben Nähmaschinen, wir haben einen 3D-Drucker, einen Plotter, eine Transferpresse und einen großen Arbeitstisch. Vielleicht habt ihr eine Idee oder ein Projekt im Kopf und könnt diese nicht umsetzen, weil euch der Platz fehlt oder aber die Technik. Wir laden euch herzlich ein. Ihr fragt euch bestimmt, wie ihr diesen Raum nutzen könnt. Das ist gar nicht schwer. Ihr benötigt einen gültigen Bibliotheksausweis, müsst einige Regeln einhalten, die ihr bei uns eben halt im Raum finden werdet, und ihr müsst die Nutzungsvereinbarung unterschreiben. Und schon könnt ihr den Raum nutzen. Um die Maschinen nutzen zu können, benötigt ihr eine Einschulung. Eine Einschulung auf die jeweilige Maschine. Wir haben Honorarkräfte, die euch da hilfreich zur Seite stehen und die euch auch anleiten. Material müsst ihr selber mitbringen. Wenn ihr erstmal nur schnuppern wollt und noch kein Material kaufen wollt, haben wir auch welches da und können euch das für eine kleine Spende zur Verfügung stellen. Den großen Arbeitstisch könnt ihr bei Bedarf auch in die Mitte ziehen und die Seiten hochklappen. Dann kommt ihr auf ca. 2,5 bis 3 Metern. Auf den Notebook-Arbeitsplätzen findet ihr die Programme, um 3D-Druckobjekte zu erstellen, um Stickmotive zu bearbeiten und zu erstellen, und für den Plotter, um Motive zu entwerfen, die ihr dann letztendlich nachher auf euer Shirt oder auf euer Oberteil oder auf euer Basecap bringt. An dem Monitor könnt ihr euch YouTube-Videos, Erklärvideos öffnen, wenn ihr Inspirationen braucht oder eben halt Hilfe. In dem Schrank darunter findet ihr die Bügeleisen und das Bügelbrett dazu steht hinter dem Schrank. An dem Schrank sind viele Informationen für euch, Termine für Workshops oder aber auch Internetseiten, wo ihr Inspirationen, Ideen, Anleitungen finden könnt. Für eure kreativen Ideen haben wir ganz tolle Maschinen zur Verfügung. Um den Zugang zu den Maschinen zu bekommen, benötigt ihr diesen Transponder, den ihr dann nach der Einschulung an den Maschinen erhaltet. Nun zu unseren Maschinen. Die Maschine Nummer 1 ist eine Flachbettstickmaschine. Also alles, was flach ist, kann dort bestickt werden. Ihr könnt alles verzieren. Es gibt sogar Möglichkeiten, mit einer Technik Taschen zu sticken. Also übereinander werden die gestickt. Ganz toll. An der großen Stickmaschine, an der Nummer 1, kann man auch Decken quilten. Also alle kennen das, Patchwork-Decken, die dann noch mit einem Muster versehen werden. Dann kommen wir zu unserer Maschine Nummer 2. Das ist auch eine Flachbett-Stickmaschine. Allerdings ist die ein bisschen mechanischer und man kann die als Nähmaschine umbauen. Also man kann dann gleich alles an einer Maschine machen, sticken und zusammennähen. Die Nummer 3. Unsere Maschine ist eine Overlock-Maschine. Also alle die, die Sweatshirts nähen oder Kinderhosen oder, für die ist es ein absolutes Muss. Die versäubert die Ränder und näht auch gleich zusammen. Und das Beste dabei ist, sie schneidet auch gleich. Also absolut toll. Und alle, die schon mal mit einer Overlock-Maschine genäht haben, wollen nichts anderes mehr probieren. Unsere Nummer 4 ist die Nähmaschine. Auch ein richtiger Allrounder, die näht sogar Jeansstoffe, die verzeiht auch, wenn man noch nicht so gut nähen kann. Also ruhig mal probieren. Unser 3D-Drucker, da kann man also nicht nur technische Sachen drucken, sondern auch Knöpfe und Schnallen und Anhänger und. Wer weiß, wir sind ganz gespannt auf eure kreativen Ideen. Das Material dürft ihr allerdings nur von uns nutzen, weil das immer ein bisschen schwierig ist mit dem Filamentwechseln. Mit dem Textilplotter und der Transferpresse könnt ihr nachher zum Schluss eure genähten Shirts nochmal richtig toll machen. Also mit einem tollen Spruch versehen oder einem Muster. Ich weiß nicht, was ihr für Ideen habt. Ich habe ganz viele dazu. Dann haben wir noch unsere große Freiarmstickmaschine. Mit der kann man sogar Cappies besticken. Mal ein Cappy von eurer Fußballmannschaft
oder von eurer Lieblingsgruppe. Ihr fragt euch bestimmt, was das hier ist. Das ist eine Strickmaschine. Für die braucht ihr keine Einschulung. Alles Werkzeug, was sich hier im Raum befindet, könnt ihr nutzen. Na, neugierig geworden auf unsere Werkstatt? Dann schaut auf unsere Webseite. Meldet euch an für die Maschine, die euch am meisten interessiert. Kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch.